Hallo, herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Es ist schwierig hier, aber der Christian Zauberhammer kann sich zu mir porten. Dann geht das wahrscheinlich ein bisschen leichter hier, denn mit was sie mir jetzt schon alles gezaubert haben und selber an Schilden haben und so weiter, das ist hart. Die haben mir nämlich bis jetzt schon ganz schön viel Lebensenergie abgezogen. Schon über die Hälfte. Das ist nicht so prickelnd. Das können wir später auf den machen. Das machen wir mal weg. Ich muss mich mal noch mal schützen. Ich könnte übrigens mal meine Trainingspunkte für andere Schilde ausgeben. Minus 80% Schilde für die anderen Schulen. Ich habe so viele Trainingspunkte, ich weiß gar nicht, wofür ich die alle ausgeben soll. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Manchmal ist das ja ganz hilfreich, aber oft habe ich auch Zeug dabei, was mir überhaupt nicht weiterhilft. Mensch, ich weiß es nicht, was ich machen soll. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig. Soll ich angreifen, soll ich nicht angreifen? Aber ich habe hier Schwächungssachen drauf und das wird nicht klappen. Ich habe ja auch kein Wildfeuer drumherum, so dass die Typen überleben würden. Andererseits, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde in der nächsten Runde einfach mal angreifen. Am besten kritisch. Das wäre am allerpraktischsten. Scheiße, 1209. Jetzt muss ich mich heilen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah. Das ist aber hart jetzt, Leute, echt. So, jetzt habe ich hier oben auch noch das Teil drauf, wodurch ich den Zauber wahrscheinlich verpatzen werde. Dann bin ich gleich tot. Scheiße. Bitte nicht verpatzen. Na, immerhin. Aber trotzdem, die ziehen einem so unglaublich viel ab hier. Ich weiß gar nicht, wie das klappen soll. Ich muss mich schon wieder heilen.
400 Kronen ist mir einfach zu teuer. Wer war noch mal gut? Ich hab's vergessen. Die dumme Affe? Mist. Ich muss jetzt den rasenden Stier machen. Was soll's. Ich habe ja auch mehr Angriffskraft jetzt, ne? Durch meine neue Ausrüstung. Mal gucken. Weil ich bin jetzt gleich tot. Ich kann mich nicht heilen. Der Affe heilt mich auch nicht. Deswegen haue ich jetzt noch raus, was ich raushauen kann. Was für ein läppischer Angriff, oder? Naja, was soll's. Ist nicht so schlimm, wenn ich jetzt gleich tot bin. Wir haben ja noch ihn dabei und die Leute sind auf jeden Fall schon mal geschwächt. Ja, jetzt bin ich hinüber. Verdammt. Aber das habe ich mir gedacht. Das ist nämlich doch schwer. Drei Sturmgegner in Mirage plus ein Endgegner. Ist dann doch ein bisschen was härter, die ganze Geschichte hier. Aber vielleicht kann er den ja, die Leute gerade mal platt machen. So, machen wir es einfach so. Muss ich nicht immer warten, bis mich jemand heilt. Boah, wie lahm ich hier in den Dungeons immer bin, ne? Schneller, Kevin, schneller. Dein Kumpel ist alleine. Der darf jetzt nur nicht angreifen. Dann haben wir ein Problem. Und no, tut sich hier nichts. So, alles klar, wir sind wieder am Start. Haha. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So kann man es natürlich machen, ne? Das war eine gute Idee von mir. Ich weiß gar nicht, warum ich das sonst nicht so gemacht habe, ne? Die mit ihren blöden Schilden, ne? Echt fies. Guck, ob er die jetzt gleich erledigt bekommt. Ansonsten, ja, mache ich das. Aber guck mal, er hat die gleiche Schattenmagie parat. Wie ich.
Eieieiei. Und wie sieht es bei dir aus? 2500 hat er noch. Aber der Christian, dem lassen wir mal den Vortritt. 35. Komm, ich mach das mal noch hier auf mich. Ah! Oh! Was? Das war doch jetzt ein Ruckler hier, egal. Also entweder macht er die jetzt kaputt oder ich mache die mit dem nächsten Angriff kaputt. Die Leute hier. Wobei ich nur eine einzige Klinge habe. Top. Super. Wow. Der hat aber einen hohen Wert hier an Durchstechen. You got the cell key. Good. I spent enough time in Tetris prison before this visit, so I say we wrap this up quick. Let's get the girl and get out. Ja, klasse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Vielen Dank, Christian Zauberhammer. Oh, das wäre ein langer, beschwerlicher Kampf geworden. Den hätte ich wahrscheinlich gar nicht alleine hinbekommen. Ich konnte jetzt ja zum Glück sogar einmal fliehen. Und ich muss gleich meine Flaschen wieder auffüllen. Das darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen. Oh nein. Oh, lecco mio. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder dahin. Oh. Nach Istanbul. Ich hoffe, ich komme da jetzt hin. Hm. Man muss nicht nochmal durch diesen Durchgang. Chuchu, Motherfucker. Ein paar antike Sachen einsammeln, ein antikes Ei. Ah, super, wir sind ja auf dem richtigen Weg. Sehr gut. Wait a minute. You really did all this for me? What's the catch? You want something, don't you? Yep. I see it in your beady little eye. Hey, how about a little respect? Look, kitten, maybe not everyone's out to get you. How do you know this wasn't from the goodness of our hearts? Because you're a snake? And don't call me kitten. Cough it up, wizard. What's your angle? Wait, you want to overthrow my father? Seriously? Well, all right then. The Baron's mad as a dried out Dromel. I'm in. Just one thing we have to do first. Meet me in the... What's she thinking, running out into the street like that? Crazy cat. Maybe she's not so bad after all. Come on, we better go after her. Ja, folgen wir mal dem Quätzchen. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich muss jetzt leider aufhören, weil sonst komme ich mit den Folgen nicht hinterher. Ich kann nämlich nicht mehr lange aufnehmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.